Hallo und wieder mal herzlich willkommen. Es geht wieder mal um einen Wunsch von euch. Jemand oder viele möchten einen Wickelrock nähen. Und das ist so einfach, diesen Grundschnitt zu machen. Denn es geht jetzt nicht ums Nähen, es geht um den Grundschnitt. Und wie einfach der zu machen ist, das zeige ich euch in diesem kleinen Video. Für den Wickelrock, den ihr nun machen möchtet, nehmt ihr bitte erstmal euren Original Grundschnitt, den ihr entweder sowieso schon habt oder wenn ihr keinen habt, könnt ihr den natürlich von meinem Tutorial Grundschnitt für einen Rock euch selber machen. Aber der ist unbedingt vonnöten, um einen schönen Wickelrock zu machen. Und bevor wir an das Zeichnen kommen, ist es wichtig, dass ich euch ein, zwei Dinge erst sage. Man könnte ja nun bei einem Wickelrock sagen, gut, der ist ja vorne einfach zu gewickelt, da brauche ich doch gar keine hintere Mitte Naht. Das ist korrekt. Das könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr das möchtet. Dann würdet ihr den hinteren Rock nicht mit dieser angezeichneten Naht zuschneiden, sondern angenommen, das wäre der Stoff, dann würdet ihr den so im Bruch von dem Stoff zuschneiden. Aber ich empfehle es, trotzdem in der hinteren Mitte diese Naht zu machen, denn durch ständiges Hinsetzen und Aufstehen kann der sich sonst im hinteren Bereich ausdehnen. Und wenn ich da eine Naht habe, dehnt sich nie diese hintere Mitte aus. Also das nur als kleinen Tipp, wenn ihr den Wickelrock nähen solltet. Nun geht es zu den Abnähern. Da möchte ich gleich sagen, die könnt ihr gerne nähen bei einem Wickelrock. Aber was zum Teil auch schön aussieht, wenn es ein schöner, dünner, fallender Stoff ist, wenn man den Abnäher nicht näht, sondern einfach nur als Falte legt. Des Weiteren, bei einem Wickelrock kann man natürlich sagen, ich will keine Seitennaht haben. Jetzt mal angenommen, ihr habt diese hintere Mittennaht, die werdet ihr nähen. Aber ich möchte keine Seitennaht haben. Dann braucht ihr eure Schnitte nur so übereinander zu legen, als hättet ihr die Naht genäht. Es kommt ja jetzt darauf an, habt ihr 1 cm oder wie ich empfohlen habe beim Rock 1,5 cm Nahtzugabe. Aber die müsst ihr einfach übereinander legen und würdet dann hier einen weiteren Abnäher zeichnen, genau wie ihr das von eurem Schnitt her seht. Aber nun geht es zum eigentlichen Zeichnen des Vorderrockes, wo der ja auch gewickelt wird. An dem Rücken ändert sich gar nichts, den könnt ihr erstmal weglegen, denn ihr wollt ja jetzt erstmal nur euren Schnitt zeichnen für den vorderen Rock. Die Länge spielt jetzt im Moment auch keine Rolle, denn das entscheidet ihr ja je nachdem, ob ihr einen schönen langen Sommerwickelrock nähen wollt oder ob ihr einfach nur ein kurzes Röckchen haben wollt, der eben auch gewickelt ist. Deshalb zeichnet den nun zuerst an. In meinem Fall, ich hatte ja hier einen 50 cm langen Rock gezeichnet gehabt bei dem Grundschnitt und zeichne mir natürlich alle meine Knipse an, denn ich möchte ja auch, wenn ich das dann die Seiten da zusammennähe, dass da alles passt. Zeichnet euch also einfach jetzt komplett erstmal auf eurem Papier euren vorderen Rockbereich ein. Hier zeichne ich jetzt nicht durch, denn nun ist es ganz einfach. Ihr nehmt zuerst dieses Teil, das Vorderteil, wieder und klappt es einfach einmal rum. Denn normal wäre es ja auch so zugeschnitten. Das seht ihr ja hier dran, hier hatten wir vordere Mitte Bruch. Also drehe ich das einfach für meinen Schnitt, den ich erstelle, einmal rum. Unten den habe ich schon als Saum so gekennzeichnet. Und zeichne mir das einfach noch ein Stückchen weiter an. Hier könnt ihr für den Schnitt nochmal zwei, drei kleine Strichelchen machen, wegen dem Messen. Und nun messt ihr im Hüftbereich eure Breite des Rockes. Ich habe ja hier einen anderen Maßstab, danach dürft ihr jetzt nicht gehen. Ihr messt jetzt ganz einfach eure Weite im Hüftbereich dieses halben Vorderrockes. Und davon nehmt ihr 3/4. Denn das ist genau die Breite, die wir hier anstellen werden. Eine 3/4 Breite von dem halben Vorderteil.
Und ihr dürft nicht die Nahtzugabe bei dieser Berechnung mitzählen. Ihr messt also ab der Naht, die ihr da haben würdet, bis zu eurem vorderen Mittebruch. Teilt das, wie gesagt, durch 4 bzw. nehmt 3/4 davon. In meinem Fall sind das genau 9,9. Bei euch ist das natürlich ein anderes Maß. Das ist ja ganz klar, weil ich ja hier einen anderen Maßstab habe. Ich muss das immer wieder betonen. Die 3/4-Breite, die ich mir jetzt hier rüber gezeichnet habe, verbinde ich einfach. Und damit habe ich bereits meinen kompletten Vorderrock für den Wickelrock. Das ist die vordere Mitte. Wenn euch das zu weit übereinander geschlagen ist, könnt ihr natürlich auch sagen, ich nehme jetzt nur 2/3 zum Beispiel. Aber ihr wollt ja nicht, dass der vorne auffällt, wenn ihr lauft oder auch wenn ihr euch mal hinsetzt. Deshalb finde ich dieses Maß von 3/4 ideal dafür. Des Weiteren habt ihr nun viele, viele Möglichkeiten. Ihr könnt sagen, ich möchte, dass die vorderen Teile beide einfach gerade runterlaufen. Aber ihr könntet auch sagen, jetzt muss ich gerade einmal den Saum ein wenig durchzeichnen, damit ihr seht, was ich meine. Das wäre der Saum in meinem Fall hier, diese 2 cm. Ihr könntet aber auch sagen, den Untertritt, das heißt, das linke Vorderteil lasse ich gerade, aber ich möchte, dass mir das obere, also das rechte Vorderteil, eine schöne Rundung bekommt. Und auch da wieder müsst ihr entscheiden, wie weit möchtet es, soll das auffallen. Und dann könntet ihr den Übertritt mit einer schönen Rundung zeichnen. Oder, wenn es ganz pfiffig sein soll, wenn es ein kurzer Rock ist, dann könnt ihr das natürlich bei beiden Seiten machen. Dann fällt das so ein bisschen auf. Und auch hier wieder dran denken, überlegt, wenn ihr einen feinen, dünnen, schön fallenden Stoff habt, das nur als Falte zu legen. Und dann den Bund würde ich, weil ihr das ja binden wollt, maximal 2 cm fertige Breite machen, der einfach dann aufgesetzt wird und als lange Schlaufen runterhängen kann, so wie ihr den dann gebunden habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch jeweils da, wo die Vorderteile sich dann überlappen, könnt ihr auch gerne in den Bund dann einfach ein Knopfloch machen und oder einen Knopf draufsetzen. Und das ist schon alles, was ihr für euren Zuschnitt für den Wickelrock benötigt, also euren Rücken, den ihr einzeln schneiden könnt, dieses Vorderteil, wie gesagt, hier natürlich noch kleinen Tipp zu dem Saum, hier müsst ihr natürlich noch euren Zentimeter Nahtzugabe anstellen, ganz wichtig, der dann hier unten eingeknipst wird und in den breiteren Saum dann übergeht. Aber unten würde ich auf alle Fälle mehr machen wie 1 cm. Aber hier für die Rundung, das könnt ihr einfassen, zum Beispiel auch mit dem Kontrast. Wenn es natürlich gerade runterläuft, dann ist das ja kein Problem. Dann schlagt ihr das nur rum in der Breite, wie ihr die Nahtzugabe dann auch anschneidet. Ja, meine Lieben, das ist schon alles, was ihr wissen müsst für den Zuschnitt oder den Schnitt für einen Wickelrock. Und ich hoffe, dass ich euch damit wieder einen schönen Tipp gegeben habe. Solltet ihr die Abnäher doch nähen wollen, dann müsst ihr die natürlich noch genau anzeichnen und noch hier verbinden. Warum habe ich die Abnäher jetzt hier tiefer gezeigt, wie mein Punkt war? Das hatte ich euch in dem Grundschnitt schon erklärt, dass ich den Einknips ja 1 cm darüber lege. Damit wünsche ich euch wieder mal viel Spaß beim Nachmachen und Nähen dann vielleicht dieses schönen Wickelrockes. Viel Spaß dabei, wünscht euch eure Lilo.